Hallo ihr Lieben, zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Touch of Gold ist heute mein Thema. Ihr habt es sicherlich ja schon mitbekommen, in den Drogeriemärkten und auch in den Parfümerien. Überall Funkels, Highlighter, Liquid Drops von L'Oreal. Die habe ich mir übrigens angeschaut und fand die ganz hinreißend. Und dann dachte ich mir, dann habe ich so eine Flasche. Was mache ich denn damit? Weil ich mir das nicht ständig auftrage. Aber dennoch, für so ein goldigen Sommerlook sind diese Drops natürlich klasse, aber wir wollen ja so ein bisschen Minimalismus üben. Wir haben ja alle sicherlich im Schrank von Weihnachten noch oder in eurem Kosmetikregal vielleicht so Liquid Pearls oder andere flüssige Highlighter. Und da dachte ich mir, ich hatte die wirklich in der Hand und dann habe ich sie wieder zurückgestellt, weil ich mich an die von Benefit, an diese Liquid Pearls for Face, also fürs Gesicht erinnert habe. Und die kann man ja ganz toll mischen mit dem Make-up oder man kann sie akzentuiert einsetzen. Also Gold auf den Augenlidern intensiviert natürlich das Strahlen, also euer Augenstrahlen, wenn die Haut auch ein bisschen gebräunt ist. Auf dem Amorbogen ein sinnlicher Mund, also wird der Mund noch sinnlicher, und Gold auf den Nägeln intensiviert natürlich diesen Touch of Gold Look, der im Sommer eigentlich wunderschön ist. Also muss ich schon sagen, ich freue mich sehr, dass der zurück ist. Hatten wir irgendwann schon mal. Und man kann den minimal einsetzen. Voraussetzung ist natürlich so ein paar Goldsachen. Ne? Also ihr müsst mal, ich habe zum Beispiel den noch gehabt, diesen von Essence. Der heißt On Air, das ist ein goldiger Nagellack. Der hat allerdings so solche Glitzerpartikel drin und der lässt sich sehr schwer wieder abmachen. Und nun war ich in der Drogerie schauen, was gibt es da an Nagellacken. Also Essence hatte keine, also außer diesen. Und L'Oreal hat den ganz tollen, der kostete allerdings 10 Euro. Dachte ich mir, 10 Euro L'Oreal ist auch nicht schlecht. Und dann habe ich beim Rossmann, die führen die Marke Manhattan und das ist Gold Addiction. Das ist für 3 Euro ein toller Nagellack, finde ich. Ich halte das mal, meine Nägel in die Kamera. Das ist nur einmal aufgetragen, nicht zweimal. Und dann habe ich natürlich noch den von Claudia Schiffer, diesen Cream Eyeshadow vom letzten Jahr. Der kam mir letztes Jahr im Herbst raus und den werde ich mir auf die Lider geben. Also ich beginne jetzt mal mit einem Touch of Gold Make-up. Das heißt, heute kann ich dann natürlich nicht die Bombe Noodles nehmen, weil ich möchte ja diese Liquid Pearls mischen. Nehme ich meine Chanel, die muss ja auch mal aufgebraucht werden. Diese Vita Lumière Aqua passt natürlich wunderbar in die Jahreszeit. Gebe mir das jetzt so ein bisschen auf den Handrücken. So, ihr seht, ich habe die länger nicht benutzt. Zwischendurch ist immer wichtig, wenn ihr Produkte habt, also flüssige Produkte, die ihr länger nicht benutzt, die ab und zu schütteln. So, von diesen Liquid Pearls gebe ich ein paar dazu. Und dann mische ich das Ganze auf dem Handrücken. So, jetzt wackelt der Spiegel wieder. Und also dieses Vita Lumière Aqua, ich muss sagen, das hat, obwohl es nicht im Kühlschrank war, das hat, wenn man das aufträgt, so einen kühlen Touch. Das heißt ja nicht umsonst Vita Lumière Aqua. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss die nochmal extra einsetzen. Diese Pearls. Aber ich wollte das auf dem gesamten Gesicht erstmal diesen leichten Schimmer geben. So. Das ist ja ein Wahnsinn, ne? Was wir für ein Jahrhundertsommer haben. Jetzt haben wir Juni und es ist den ganzen Mai schon schön. Dann hoffen wir mal, wenn die Kinder Ferien haben oder wenn überhaupt ein Großteil der deutschen Ferien hat, dass es dann auch noch schön ist. So. Gut. So, jetzt nehme ich die nochmal
und verteile die mir auf den Wangen. Die sind auch so schön kühl. Das ist ein ganz tolles Produkt von Benefit, muss ich sagen. So. Hier oben. Die Augenbrauen, das soll ja schnell gehen. Die Augenbrauen betonen mit diesem Brow Shaper. Das geht sehr schnell mit dem Brow Shaper von Bobby. So, hier hinten werden die immer so ein bisschen spärlicher. Jetzt komme ich zu dem Produkt. Schon ein bisschen mitgenommen, ne? Jetzt habe ich viel benutzt. Und so, da haben wir es wieder. Ich nehme einen Verblenderpinsel. Mit dem Verblenderpinsel geht es besser. Und gebe mir das nur auf das Lid auf, also ohne das jetzt groß unter den Augenbrauenbogen zu ziehen. Macht sich ganz gut mit dem Verblenderpinsel. Noch besser ist es, wenn der angefeuchtet ist. So. Jetzt nehme ich so einen Eyeliner-Pinsel und gebe mir noch ein wenig hier unten. An den Wimpernrand, an den unteren Wimpernrand. Nur so ein Hauch. Jetzt kommen wir zum Bronzer. Also, es gibt ja ganz viele Bronzer zu kaufen von allen Firmen. Preiswert, mittelpreiswertig, hochwertig. Ich habe wirklich überlegt, ob ich mir jetzt einkaufe, aber ich mache den erstmal alle. Das ist so ein schöner Bronzer, dieser Brightening Brick Bronze Glow von Bobbi Brown. Und das wäre ja Quatsch, ne? Minimalismus. Einen breiten Puderpinsel. Und nun trage ich das wie eine 3. Der hart schon wieder. Erst über die Wangen und dann die 3. Das müsst ihr so nach Gefühl machen, ja? Also, ich finde, könnt ihr es hier unten noch ein bisschen, hier oben in der Stirn würde ich jetzt nicht zu viel machen, das ist nicht zu dunkel. Das ist ein sehr schöner Glow mit diesen, also mit diesen, durch diese Liquid Pearls, die ich darunter gegeben habe. Colored Shine, Farbe 247 von L'Oreal. Das finde ich eine sehr schöne Sommerfarbe. Sehr schön. So, ihr Lieben, mit den Nägeln. Ich finde, das ist ein sehr schöner, dezenter Touch of Gold Look. Mit ganz wenigen Mitteln. Und ihr habt ja es ja gesehen, ich habe nur so ein bisschen Gold auf die Lider gegeben. Und das hat eine wahnsinnige Wirkung. Es ist ein tolles für eine Party abends oder ihr könnt das auch am Tag tragen, wenn die Sonne scheint. Weil die Sonne und diese Goldpartikelchen auf den Augen, eure Augen werden strahlen. Und dann, wie gesagt, Tintin ein bisschen aufmöbeln mit einem Bronzer.
Und diese Liquid Pearls, wie gesagt, sind sensationell. Ich finde die ganz, ganz toll von L'Oreal. Aber ich habe mich gezwungen, sie nicht zu kaufen. Weil ich, wie gesagt, die noch habe. Und man kann ja so ein Produkt, also gerade so ein flüssiges Produkt, das hält ja nicht ewig. Man sagt so, wenn es einmal so aufgebrochen ist, angebrochen ist, 3 Jahre. Ich habe die jetzt auch schon das 2. Jahr. Und ich wollte ja, oder mein Credo ist ja, nicht immer nur neue Produkte vorzustellen, sondern etwas zu kreieren mit Produkten, die man schon hat und sich trotzdem den Trends so ein bisschen anzupassen. Weil dieses Touch of Gold, das ist nun mal einfach... Ach so, denn mit ihm inspiriert hat mich die Douglas-Zeitung. Und da habe ich nämlich genau diesen Artikel gesehen. Dieses Mädel, die nur ihre Lider, die hat gar nichts, die hat auch keinen Lidstrich. Die hat ganz zart nur die Wimpern geschminkt. Die hat sogar noch weniger Wimpern als ich. Und wie gesagt, die Augenlider mit Gold betont. Ihr könnt dazu einen pudrigen Lidschatten nehmen oder einen cremigen. Ihr habt bestimmt alle irgendwie einen goldigen Lidschatten in eurer Schminkschatulle, bin ich mir ganz sicher. Vielleicht probiert ihr den Look mal aus und ich finde diese Nägel, das ist irgendwie toll. Der Spiegel, das ist also goldene Nägel. Und wenn man dann noch so braune Hände hat, sieht es besonders schön aus. So ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Schaut mal nach, was ihr so da habt. Ansonsten, der Drogeriemarkt bietet eine Vielzahl an Produkten für uns, um uns zu verschönern. In diesem Sinne wünsche ich euch das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.